Der in 500 Exemplaren produzierte Wagen leistet rund 380 PS, die 6 Zylinder bis zu einem Drehzahllimit von 9300 Touren abzugeben bereit sind. Das Motormanagement übernimmt eine elektronische Regeleinrichtung. Neu sind die 11 Zoll breiten Räder, ebenso der tiefer gezogene Frontspoiler und der, natürlich nicht während der Fahrt, verstellbare Heckflügel. Neuling im Opel-Team ist im Übrigen Franz Engstler aus dem Allgäu, der über die Formel 3 zur deutschen Tourenwagenmeisterschaft stieß. Probieren wir das so. Flügel lassen wir jetzt einmal so, dass wir jetzt rein bloß die Vorderachs machen. Ja, okay. Neben ihm sitzen im starken Opel Omega Evo des Teams Eggenberger Klaus Niedzwitz aus Unna und der Franzose Alain Ferté. Der Münchner Peter Oberndorfer fährt für das Opel-Team Schübel. Auf dem Nürburgring waren die Opel-Techniker mit ihrem 1130 Kilo schweren optischen Leckerbissen zufrieden.